So, wir sind wieder in der nächsten Folge und wir gehen jetzt erstmal gechillt schlafen. Reiben uns den Bauch, denken uns, was für einen schönen Tag wir heute hatten, was für atemberaubende Kämpfe hinter uns waren und dass ich wieder was zu essen brauche. Und es ist wieder so ein wunderschöner Tag. Ich glaube, wir sind jetzt schon Folge 5. Ich hoffe, es täuscht mich halt nicht. Wir sind Folge 5. Ich hätte gerade schon fast vergessen, wieder den Wecker rein einzustellen. Und wir kümmern uns jetzt wirklich mal um die Farm, die wir bauen wollten. Also wir wollten ja. Ne, 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 ne. Farm bauen. Für Zuckerrohr. Und. Scheiß Kartengesicht, das hier ist kein Henter. Machen wir jetzt auch. Also 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann legen wir das halt so, dass wir wieder. 1, 2, 3, 1, also hier 1, 2, 3, 4, 5. Also wir machen jetzt echt schönen Garten. Oder sollen wir nicht einen richtig, ich könnte eigentlich schon einen richtig großen Garten machen. Also ich habe gerade eigentlich eine coole Idee. Ne, wir lassen den erstmal so klein so. So, jetzt 1, 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir wieder was. Ah, ich brauche wieder Erde. Ha, wir haben genug Erde. Genug! So, bauen wir die Erde hier wieder ab. Ich muss das hier immer schön symmetrisch haben. Ich glaube, eigentlich sollte man gerade Zahlen benutzen, damit das symmetrisch wird, aber. So. Ich könnte hier eigentlich ja schon so einen gechillten Steinboden komplett auslegen. Könnte. Also ich habe halt eigentlich so eine. Ich glaube, das für. Ja, na, das ist fürs Erste eigentlich, glaube ich, groß genug. Weil ihr werdet jetzt sehen, was ich vorhabe. Das ist auf jeden Fall groß genug fürs Erste. Ich will ja nicht ein gigantisches Beet haben. So. Boah, wir könnten uns auch unter Wasser was bauen, so eine Glaskuppel ohne Wasser, unter Wasser, und dann leben wir wie Sandy. Ja, das sieht doch gar nicht so scheiße aus. So. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Platzieren hier schön viel Zuckerrohr. Und das hier bauen wir wieder komplett ab. Hier ist was daneben gefallen, das hätte ich gern wieder. So. Ich glaube, ich könnte mir auch einen echt schönen Wintergarten machen, wo ich das alles mache. Ich glaube, wir könnten uns hier schon so einen Wintergarten machen. Ah, stimmt, hier kann noch nichts hin. Die Stelle, wo kein Wasser rankommt. So. Und dann haben wir hier schön viel Zuckerrohr. Ich glaube, wir machen uns hier echt einen Wintergarten, oder? Ich glaube, den Wintergarten, den müssten wir ein bisschen. Ich würde mir schon gerne einen Wintergarten machen. Wir könnten. Oh, ich habe gerade eigentlich richtig viele Ideen. Wir könnten hier einen Wintergarten draus machen und hier die ganze Fläche hier bauen wir so ein Haus und das wird dann so ein spezielles Zimmer. Das wird das Schlafzimmer im Haus und durchs Schlafzimmer geht dann so in den Keller. Ah, und wir müssten aber eine Menge Terraforming betreiben und wie ich die Höhlenanschlüsse dann machen will, weil ich würde die gern zubauen dann. Ha, das wird ein sehr schönes Minecraft-Projekt, was ich hier am Stissel habe. So. Dann gehen wir mal wieder hier hin und machen uns eine Hoe.
Und dann besorgen wir uns eine. Spaß. Wir machen halt hier gerade unseren provisorischen Minigarten. Und dann tun wir Samen rein. Oh ja. Ich könnte mir gar nicht theoretisch auch Schokobohnen holen. Schokobohnen, Schokosamen. Und die auch noch züchten, weil die würde ich schon gern züchten. Damit kann man auch eine Menge machen, soweit ich weiß. Wir müssten halt zum Dschungel gehen und uns die Schokobohnen da holen. Aber das könnten wir in der nächsten Folge auch machen. Ja. Dann kümmern wir uns diese Folge noch darum, dass wir ein paar mehr Samen bekommen. Die ich das Zeug hier abbaue. Gib mir Samen, gib mir immer mehr. Du, 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 du. Okay, mit einem Samen kann man nicht wirklich viel machen. Zwei. Wir haben einen Lauf. Und drei. Fällt mir gerade ein. Fällt mir dir. Hier kann ich eigentlich eine Menge abmachen, weil das will ich eh nicht mehr später haben. Würde mir eh nur im Weg sein. Ich hoffe, man hört meinen Controller im Hintergrund nicht so laut, wenn ich so trigger. So. Ich würde dann am liebsten jetzt alles, was ich heute gemacht habe, auch heute direkt hochladen. Dann habt ihr ja direkt eine Menge zum Gucken. Es ist halt immer schön, wenn man eine Menge zum Gucken hat, finde ich. Aber so sei es halt, mein Internet will nicht und deswegen tut es mir auch leid, wenn ihr diese Folge halt etwas später bekommt. So. Oh, wir haben Drohnen Samen überflüssig. In den Müll. Okay, eigentlich in den Wasser, aber. Nein, ich will diesen Samen wieder haben, gib mir den wieder. Er ist mir ans Herz gewachsen. So. Tun wir jetzt einfach mal eine Kiste. Wir machen uns hier draußen am besten noch eine provisorische Kiste. Wir haben sogar, glaube ich, noch eine Kiste, oder? Ja. Wir haben noch eine Kiste. Die machen wir uns hier rein. Die place ich jetzt einfach mal hier hin. Und da kommt dann das Tokagon so rein. Und... Nee, warte, die Fackeln hätte ich gern. Wir ist erst einfach da. Und da. Und dann holen wir das, dann betreiben wir noch ein bisschen Terraforming, ja. Also ich sehe gerade eigentlich echt, ich sehe gerade echt eine Menge schönes Zeug. Also ich sehe jetzt schon in naher Zukunft, dass hier wird ein echt schönes Paradies zum Wohnen. So richtig schön zum Leben. Ich meine, klar, die Steuerrechnungen, die werden schon etwas teurer. Ich glaube, ich werde auch was vermieten, wenn ich was gebaut habe an euch so. Könnt ihr mit Paysafe oder PayPal bezahlen, haha. Ich bin ein gewiefter Fuchs. Da immer natürlich nur Spaß für jeden Vollidioten, der es noch nicht durchblickt hat. Ich nehme nur PSN-Geld an. Ah, ich bin so witzig! So. Die Folge ist jetzt gleich allerdings auch wieder zu Ende. Und. Ja. Ich versuche gleich auch nochmal ein bisschen die zweite Folge hochzuladen und werde die anderen Folgen schon mal fertig rendern und fertig bearbeiten, damit ich alles fertig hochladen kann und genug Material vorproduziert habe. Also ich bin gerade eine Menge am Vorproduzieren, wie man sieht, weil ich habe gerade einfach Bock am Stück zu zocken. Ich habe keinen Bock so am Tag, ich zocke jetzt 10 Minuten lang am Tag so Minecraft. Ha. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch mal ein paar andere Welten von mir zeigen, in denen ich Minecraft gespielt habe. Allerdings war das spricht im nächsten Video an. So ein gewisses Thema. Weil Minecraft hatte bei mir lange kein Spiel Wiederspielwert für mich, weil ich fand es einfach so langweilig, einfach wieder eine neue Survival-Welt gemacht. Das habe ich so oft gemacht. Und einer der Kicks, warum ich jetzt auch wieder Minecraft spiele, ist halt, weil ich das aufnehmen will. Das gibt mir auch wieder die Ermutigung, Minecraft zu spielen. Und das finde ich halt toll, weil ich finde die Spiele eigentlich auch geil. Ich will es halt spielen. Ich will meine eigene richtig fette Welt haben. Und die mache ich jetzt einfach mit euch. Weil ich noch damals, als ich Minecraft das allererste Mal gespielt habe, da war ich noch so ein ganz kleiner Gnom. Gnom mit Chaos gedrückt. Ja, war ich noch ein ganz kleiner Gnom. Und habe auf meinem iPad, was ich damals bekommen habe, meiner Mutter gesagt: Mama,
bitte, gib mir 6 Euro, ich will Minecraft auf meinem iPad haben. Dann hatte ich Minecraft Pocket Edition, damals, wo es nur den Kreativmodus gab. Also es gab so eine Update-Phasen, da hatte Minecraft Pocket Edition nur den Creative-Modus. Das fand ich damals in Ordnung, aber als dann der Survival-Modus kam, hat es auch gebockt. Allerdings auf Dauer macht die Pocket Edition für mich einfach gar keinen Bock und Texture Pack und so. Ich finde es irgendwie so lahm. So, es wird jetzt wieder dunkel und die Folge ist jetzt, nähert sich jetzt auch wieder dem Ende. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, bewertet den Part, ich bin nicht GLP, goodbye, bis zur nächsten Folge Minecraft.